Ja, servus. Ich begrüße euch zum neuen Video. Ich bin heute zu einer kleinen Wanderung im Rheintal unterwegs. Ich war hier schon öfter und ja, deshalb filme ich auch nicht den gesamten Hinweg. Dazu verlinke ich euch hier oben einfach mal ein Video aus dem Vorjahr oder aus dem Frühjahr. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Da bin ich diese Tour schon mal gegangen. Da seht ihr auch den Weg. Ich bin heute Morgen um 7 Uhr bereits los, weil ja, in Bayern sind Ferien und dementsprechend voll ist es hier natürlich bei uns. Und um vor den Touristenmassen, die meistens ja erst um 10 starten, auf dem Weg zu sein, stand ich heute Morgen schon um 7 Uhr am Parkplatz. Es fängt gerade etwas an zu regnen. Gucken, wie sich das Wetter so entwickelt. Es sind einige kleine Schauer angesagt. Aber das wird uns natürlich nicht davon abhalten, unsere Tour heute zu machen. Was erwartet uns? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich möchte eine Hütte ansteuern, die ich im Herbst schon angesteuert habe. Die war dazu. Und möchte von da aus noch 2-3 kleine Touren unternehmen, vielleicht 1-2 Gipfel mitnehmen, mal schauen, was da so auf uns zukommt. Jetzt heißt es erstmal 3 Kilometer straight geradeaus. So schnell kann das Wetter sich ändern, keine 500 Meter weiter. Ja, kommt jetzt runter vom Himmel. Ich habe erstmal nur die dünne Jacke angezogen. Die ist zwar nicht super wasserdicht, aber ich gehe davon aus, dass es nur ein kleiner Schauer, der in 5 Minuten vorbei ist. Ansonsten habe ich noch eine 2,5 Lagen Gore-Tex-Jacke hinten drin, wenn es länger anhalten sollte, aber ich denke, das ist nur ein kleiner Schauer und das steckt die auch ganz gut weg. Ja, Rucksack, weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, habe ich natürlich mein Ottowox Peak Light wieder am Start. Der hat halt den Vorteil, dass er so gut wie wasserdicht ist, also extrem wasserabweisend. Da brauche ich keine Regenhülle und brauche mir auch sonst keine Gedanken um das Wetter machen. Vom Wetter her haben wir heute echt Pech. Es regnet ununterbrochen. Und ja, eigentlich ist die Jacke schon fast durch, aber ich wechsle sie jetzt nicht. Denn so habe ich immer noch eine trockene Jacke hinten im Rucksack. Und nass will ich beim Aufstieg durchschwitzen eh. Also passt das schon. Wind ist jetzt auch nicht so kalt, dass ich sagen müsste, das wäre kritisch. Deshalb lasse ich jetzt die nasse Jacke an und gehe einfach weiter. Es ist jetzt 8 Uhr. Der Weg war mit einer Dreiviertelstunde angegeben. Ja, mit Filmen habe ich 15 Minuten mehr gebraucht. Das passt schon. Hinter uns liegt jetzt die Mussauer Alm, aber ehrlich gesagt habe ich keine große Lust, jetzt nach einer Stunde schon einzukehren. Und deshalb gehen wir weiter. Natürlich setzt jetzt der Regen richtig ein. Keine Ahnung, ob ihr das sehen könnt, aber es schüttet gerade wie aus Eimern. Und ja, ich bin schon komplett durch. Ja, muss auch mal sein. Gleich kommt die nächste Hütte. Mal schauen, entweder gehe ich da kurz was trinken, mich trocknen und warten, bis es besser wird. Oder ich gehe gleich wieder vorbei und gehe weiter. Schauen wir mal. Hier seht ihr ein Exemplar der berüchtigten Tiroler Killerkühe, die bevorzugt deutsche Wanderer angreifen. Ich bin jetzt auf gut 1500 Meter, habe die Otto-Meyer Hütte hinter mir gelassen, habe die Füssener Hütte hinter mir gelassen und ja, jetzt geht es diesen kleinen Steig hoch und mal schauen, wo der so hinführt. Ich habe jetzt doch mal die Jacke gewechselt, ganz einfach, weil zum Regen sich jetzt noch Wind gesellt.
Das war dann doch ein bisschen kalt, nur im Windbreaker. Zumal unten drunter ja alles komplett durchnässt ist. Und ich hoffe, das geht jetzt so ein bisschen besser. Wow, Freunde, schaut mal. Das ist doch echt ein schönes Fleckchen Erde hier. Ihr seht schon, der Weg hier hoch ist ein einziges Schlammdesaster. Dadurch, dass es natürlich geregnet hat, ist hier alles rutschig und feucht und matschig. Und ja, zumindest die Aussicht entschädigt ein wenig. Gehört. Da war der Warnruf an die Kollegen oder auch der Warnruf an mich, kommen wir jetzt nicht zu nahe. Ich habe das Weidegebiet jetzt verlassen. Jetzt geht es hier weiter Richtung Scharte. Ja, aber schaut mal hier oben. Da unten ist die Otto-Meyer-Hütte, wo ich vorhin war. Da ganz hinten ist die Mussauer Alm. Also habe jetzt gut 1000 Höhenmeter schon hinter mir. Und konditionell geht es noch, muss ich sagen. Also es ist nicht so, dass ich super kaputt bin. Und echt ein guter Tag. Jetzt bin ich hier oben in der Scharte angekommen. Dann schauen wir mal. Haller Gehrenjoch. 1851 Meter. Hier übrigens merken, alpiner Notruf, wenn mir was ist. Hallgren, nee, Otto-Meyer-Hütte Mussauf, und da kommen wir. Füssener Jöchle, Bahn, 35 Minuten. Friedberger Klettersteig, okay. Ich glaube, wir gehen zur Füssener Jöchle Bahn und dann hinten von der Bahn den Weg so runter wieder. Also quasi hier jetzt über den Kamm, da hinten rein und da den Weg wieder runter. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Vorher schauen wir mal. Hier rein. Wow. Schaut mal. Wahnsinnspanorama. Aber ich glaube, da geht es gleich eh weiter. Ich werde jetzt noch ein bisschen was trinken, was essen und dann geht's weiter. You and me stuck on the ocean now. Nothing but waves and they're spilling in. I wanna dry up but you just keep on going, don't you? I don't even know how we got here. All my reasoning have disappeared. I wanna bury the hatchet. Find the way back to our home, our home, our home. We don't have to drift inside this dome. I will not let us fade away. It's not a price I wanna pay, and it's not too late. No, we lost our purpose, chasing all that surplus. Was soll ich sagen? In Bayern sind seit gestern Ferien. Da sind natürlich auch sehr, sehr viele Kinder unterwegs. Und deshalb packe ich jetzt die Kamera erstmal weg und beam uns direkt zur Otto-Meyer-Hütte. But now we don't even bother. I remember you being hopeful, but
But the tall waves have worn us down, and slowly we are drowning. That's why you need to come with me, with me, with me. Turn around 180 degrees and cross the sea. I will not let us fade away. It's not a price I wanna pay. Ich mache mich jetzt auf den Rückweg. Ihr habt es gesehen, ich war noch ein bisschen oben in der Otto-Meyer-Hütte, bin kurz eingekehrt auf eine Gulaschsuppe und ein Skiwasser. Ja, an sich war ich das erste Mal in der Hütte. Essen war gut, wobei ich sagen muss, das war keine Gulaschsuppe, zumindest nicht nach meiner Definition, das war eher eine Rindfleischsuppe. Aber frisch gemacht, war auch lecker, kann man nicht meckern. Preislich vollkommen okay mit 5,50 € für eine Hütte. Auf jeden Fall wesentlich besser als die Mussoralm unten. Wenn ich das nächste Mal hier hochgehe, werde ich mal die Füssener Hütte da oben ausprobieren und dann habe ich alle drei Hütten durch und kann dann auch festlegen, welche mir davon am besten gefällt. Ja, ansonsten bleibt noch zu sagen, aufgrund der Corona-Regeln war es ein bisschen schwierig in der Hütte. Ihr hattet verschiedene Laufwege, ihr hattet vorgegebene Desinfektionsstationen. Ja, und da die meisten Hütten hier in Tirol ja vom Deutschen Alpenverein betrieben werden, ist auch nicht immer ganz klar, welche Regeln jetzt auf der Hütte gelten. Auf einigen gelten die Tiroler Regeln, auf anderen gelten dann wieder die deutschen Regeln. Und so, ja, müsst ihr euch immer rantasten und fragen, ob man zum Beispiel auf der Hütte jetzt eine Maske braucht oder nicht. Macht das Ganze ein bisschen kompliziert, nimmt meiner Meinung nach auch ja, ein wenig den Gemütlichkeitsfaktor dieser Berghütten. Aber gut, die meisten Hüttenwirte sind ja froh, dass sie unter Auflagen überhaupt öffnen durften. Und daher verstehe ich natürlich, dass sie das ja, so akzeptieren. Der Weg an sich hat mir richtig gut gefallen. War eine schöne Runde, etwas über 1000 Höhenmeter. Und insgesamt, ja, wenn ich im Auto bin, sind es glaube ich 16, 17 Kilometer, die ich gelaufen bin. Also eine schöne Sonntagsrunde und kann ich mir auch gut vorstellen, diese Runde öfter zu laufen. Wenn ihr den Weg mit Kindern nachgehen möchtet, empfehle ich euch den Aufstieg durchs Rheintal und dann straight Richtung Hallerscharte, also eigentlich genau den Weg, den ich jetzt gegangen bin, weil wenn ihr über die Hallerscharte absteigt, da ist doch sehr viel Bodenerosion und sehr viel Matsch. Das ist extrem rutschig und da würde ich mit Kindern nicht unbedingt runtergehen. Ja, oben auf dem Grat ist das Ganze natürlich etwas ausgesetzt, aber mit Kindern trotzdem gut zu laufen. Und mir sind auch sehr, sehr viele Kinder hier entgegengekommen. Von daher ist der Weg durchaus für Familien geeignet. Ja, 1000 Höhenmeter, also ein bisschen Kondition solltet ihr mitbringen. Ich bin jetzt offen gesagt nicht so tot, wie ich erwartet hätte. Mir geht es ganz gut. Ich könnte jetzt noch eine kleine Runde drehen. Aber wenn ihr solche Wege nicht oft lauft, dann ja, berücksichtigt das bitte, gerade auch mit Kindern. Ich habe viele Kinder unterwegs gesehen, die mächtig am Nörgeln waren. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Aber da kennt ihr eure Kinder ja besser wie ich. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen und ja, dann hoffe ich, wir sehen uns schon bald im nächsten Video wieder. Ciao!